Hallo ihr Lieben, das ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder ein Meal Prep für euch. Es war einfach der Wunsch danach, dass wir sowas wieder machen, weil es einfach sehr gut ankommt. Es freut mich sehr, wenn ihr mir wissen lasst, was ich für euch machen darf. Und dadurch, dass die letzten Baked Oats, also das letzte gebackene Frühstück, so gut ankommen ist, habe ich gedacht, ich mache einfach sowas wieder für euch. Diesmal ein bisschen in die andere Richtung, weg von der Schokolade. Mit Früchten, Tiefkühlfrüchte, das heißt ideal jederzeit, zu jeder Jahreszeit. Mega, mega einfach, mega lecker und ihr seht's mit ein bisschen Joghurt und ein bisschen getoppt mit Ahornsirup ist es ein Träumchen, egal ob zum Frühstück, ob ein Nachmittagssnack für die Kids in der Früh, für euch fürs Büro, völlig egal wofür, schaut sich das an, um es nicht zu verpassen und macht es noch. So, wir starten für unser leckeres Frühstück mit den Bananen. Nehmt am besten reife Bananen. Wenn ihr keine reifen habt, ist auch nicht so schlimm. Bananen, zwei Stück. Und die werden in Stücken einfach in den Mixtopf geschmissen. Dann werden sie für 4 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. So, das ist sozusagen unsere süße Basis, wenn jetzt jemand keine Bananen mag. Also es gibt ja einige, die sagen, sie mögen keine Bananen. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel jetzt Äpfel verwenden, süße Äpfel, wie Gala in dem Fall. Ist überhaupt kein Problem, es ist einfach die Süße ein bisschen andere, aber ihr könnt es auch. Dann nehmt einfach zwei kleine oder einen wirklich großen Apfel dafür, ohne Schale. Und nehmt dann einfach ein bisschen mehr Ahornsirup, Süße eurer Wahl, das probiert einfach dann, bevor es in den Ofen gibt. Könnt aber genauso gut ersetzen. Und genauso zum Thema Kokosraspeln, weil ich die am Ende verwende. Wer die nicht mag, der tut sie Mandelsplitter oben drüber. Also ihr könnt euch da wirklich austoben, nur bitte dem Gericht eine Chance geben und nicht abstempeln, gleich sagen, will ich nicht, nur weil jetzt eben Bananen drinnen sind oder Kokosraspeln. Probiert es wirklich aus, wandelt es euch ein bisschen ab nach eurem Geschmack und ihr werdet sehen, ihr werdet es lieben. Und der Vorteil ist eben an dem Gericht, es lässt sich einfach so super zubereiten im Vorhinein. Das heißt, entweder wirklich, ihr bereitet sich euch am Abend vor, habt ihr ein Frühstück, ihr bereitet euch in der Früh vor, habt ihr einen Nachmittagssnack. Also es muss nicht nur rein aus Frühstück dienen. Ihr könnt es aber einfach auch vorbereiten und ein, zwei Tage später einfach nur mal lauwarm aufwärmen, in der Früh in den Ofen rein, während ihr die Kinder fertig macht für Schule, für Kindergarten oder euch für die Arbeit. Einfach kurz anwärmen, dann frisch das Joghurt am Ende ein bisschen dazu. Also ihr seht, es ist so viel möglich mit dem. Und darum habe ich es auch unter Meal Prep drinnen, weil es war so ein bisschen eben der Wunsch danach. Und das passt perfekt. Und wirklich, egal ob für groß oder für klein, probiert es unbedingt aus. Ist auch super ideal fürs Büro. Einfach abbacken, ihr könnt es natürlich auch kalt essen. Viele haben aber dann eine Mikrowelle oder so, dass sie es euch lauwarm machen. Und also ihr seht, es ist ganz viel möglich und ihr müsst es wirklich unbedingt ausprobieren. Und was ihr noch tun solltet, mir einen Kommentar da lassen, wie es euch geschmeckt hat. Und wenn euch das Video gefällt, einen Daumen hoch nicht vergessen. So, weiter geht's und zwar kommen jetzt die restlichen Zutaten. Bis auf die Kokosraspel und die tiefgefrorenen Früchte kommen wir jetzt dazu. Das heißt, ihr gebt die Haferflocken, in dem Fall zarte Haferflocken, weil die groben sind dann zu kernig und eignen sich einfach besser. Milchtechnisch die Milch, die ihr sonst auch verwendet oder die euch schmeckt. Gell? Also ihr habt jetzt Hafermilch, ihr kennt Mandelmilch, Cashewmilch, ihr kennt Sojamilch. Ich bin kein Sojafan, aber man kann auch Sojamilch verwenden, ihr könnt auch ganz normale Milch verwenden, wonach euch ist. Und ab damit. Dann eben die Chiasamen mit einer Prise Salz. Das ist zum einen sind Chiasamen wirklich gesunde Fettsäuren. Sie quellen im Vorhinein. Es ist einfach, es ist mega. Ein Superfood, nicht umsonst und einfach gut. Und es quillt eben in der Flüssigkeit. Das heißt, es sorgt auch für, für eine gewisse Bindung. So, jetzt eben der Ahornsirup. Auch da ist natürlich Honig möglich, aber in dem Fall, wie es ihr jetzt zubereitet, ist es eine vegane Variante. Und von dem her, ihr seht,
ihr könnt euch da wirklich austoben. Aber es sollte wirklich jeder ausprobiert haben. Und so hat jeder oder niemand hat so mehr eine Ausrede, er könnte nicht frühstücken. Nur mal so unter uns gesagt. Eine Auflaufform darf ich jetzt auch mit Kokosfett, also ich habe jetzt Kokosöl genommen, einfetten und das Backrohr auf 170 Grad Heißluft vorbereiten, vorheizen. So, und das Ganze wird für 20 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 2 vermischt und ich mache es. So, jetzt brauchen wir unsere Auflaufform. Tada! Wunderschön. Ich habe es wirklich langsam, kurz vermischt, einfach um um eben jetzt die Haferflocken nicht nur noch mehr zu zerkleinern, weil die sind eben eh schon kleine, zarte. Und wenn ihr übrigens das die Kinder schmackhafter, weil es sagt, die essen wir so vielleicht nicht, gebt einen Löffel Kakao mit rein. Ihr könnt es gerne Backkakao verwenden, der hat wirklich einen mega schokoladigen Geschmack in dem Fall. Und mit dem Ahornsirup, das passt super. Ab damit in eure Auflaufform. Und ihr könnt das natürlich jetzt auch in einer kleineren Auflaufform dann höher machen. Aber ich finde das so ganz nett, weil man sticht sich dann so ein Portionchen raus. Und ja, hat dann so seinen Anteil. Jetzt holt sich nur Basis und gebt einfach so einen Bärenmix oder was ihr so im Garten kennt. Im Sommer natürlich hat man das Zeug im Garten. Und dann könnt ihr euch die frischen natürlich genauso verwenden. Hebt euch das unter und das macht einfach ein mega genial leckeres Frühstück aus dem Ganzen. Gell? Also mit diesen Beeren drinnen, die Früchte, mischt euch das da so ein bisschen unter. Und wir sind eigentlich so gut wie, wir sind eigentlich dann schon am Ende angelangt, weil das wird jetzt einfach nur noch gebacken. Das heißt, unser Rezept an sich ist eigentlich fertig. Aber das Ergebnis muss ich euch nicht sagen. So, mit Kokosstreusel, Mandel, Blättchen, Mandel, Stiften, anderen Nüssen eurer Wahl, Schoko, Chocolate Chips, völlig egal, mit was ihr das jetzt bestreut. Bestreut es einfach. Und ab damit ins vorgeheizte Backrohr für ca. 30 Minuten. Dazu ist ein bisschen beobachten, nicht zu dunkel backen. Jedes Backrohr, wie wir wissen, ist ein bisschen unterschiedlich. Einfach darauf achten und dann können wir uns schon ein bisschen Joghurt herrichten, nur ein bisschen Ahornsirup fürs Topping und ab geht's. So ihr Lieben, jetzt ist unser leckeres Frühstück fertig gebacken. Ich habe es ein bisschen abkühlen lassen, damit ihr euch jetzt schön was rausstechen kann. Das Video ist diesmal ein bisschen anders. Es ist irgendwie, man macht das Beste draus. Fehler passieren, wir sind alle menschlich. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Es ist leider nicht anders möglich gewesen und ich habe mir gedacht, ich will aber das jetzt einfach nicht wegwerfen, weil es wäre so schade drum. Und auch das Rezept, ich hätte das bestimmt nicht nur mal gemacht und gefreut ist dann ganz ehrlich nicht nur mal. Irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so das Gleiche zweimal machen. Und ich habe mir gedacht, ich will euch das nicht vorenthalten. Und ihr seht, mega saftig, lecker. Die Beeren da oben drauf und es duftet herrlich, sage ich da noch. Jetzt nehmt euch einfach ein, zwei Löffelchen, ihr könnt griechischen Joghurt nehmen, ihr könnt an 3,6% Joghurt nehmen, ihr könnt an Magerjoghurt nehmen, ihr könnt Topfen verwenden, ihr könnt es wirklich toppen mit dem, was ihr wollt. Einfach ein bisschen was Frisches dazu. Toppen nur Wengerl an Ahornsirup. Ja, mehr braucht es nicht. Und dann habt ihr einfach was Tolles, das ihr parat halten könnt und eben vorbereiten könnt, mitnehmen könnt, in der Früh in den Ofen reinschieben, das Fertige und nur mal lauwarm aufwärmen. Mega, mega, mega. Ich bin voll gespannt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Sagt mir, was ihr davon haltet. Probiert es unbedingt aus. Gerne auch eure Varianten, wenn ihr irgendwas umändert, lasst es mich wissen. Ich freue mich, von euch zu lesen und wir sehen uns ganz bald wieder. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie gesagt,
zu dem Video. Ups, die Pannenshow, da konnte ich hier und da mal mitmachen. Ja, wäre vielleicht sogar ganz amüsant. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all